So, heute kommt das Video, viele haben gefragt, es geht um die Einschweißbleche vom Rahmen. Das soll heute Thema sein hier bei uns, also nach dem Intro geht's los, dranbleiben. So Leute, dann seid erstmal herzlich gegrüßt, euer Alulöffel hier. So, wie schon gesagt, im Intro, also vorm Intro geht's heute um Simson Rahmenverstärkung. Noch gab es kein Video dazu, die Blechteile kennt ihr allerdings. Wir haben ja einmal die Verstrebung oder die Versteifung, sagen wir mal, die wir hier oben reinmachen können, zum Steuerkopf hingehend, quasi was hier so eine Weiterführung ist. Dann haben wir unten die ganze Sache, weil es oft passiert, dass unten an den Rahmen, da wo der Motor aufsitzt, ist es oft so, also das ist ja, sagen wir mal, so vorne, und dann fällt das immer ab durchs Gewicht vom Motor. Also wenn ihr jetzt euren Motor noch tunt oder auch mal auf unbefestigten Wegen unterwegs seid, dann ist es natürlich so, dass das dann irgendwann reißt, haben wir schon oft gehabt, und dann verstärken wir die Rahmen einfach. So, dann sind wir sehr gut gefahren, haben jetzt schon einige Einschweißbleche auch an Mann gebracht und dann kam immer so die Frage, Mensch, wie schweißen wir es denn ein und so, habt da noch ein paar Tipps und genau darum soll es heute gehen. Die Einschweißbleche haben wir hier liegen, ist quasi das, was ich gesagt habe, oben fürs Oberrohr, zeige ich euch jetzt auch hier. Also das haben wir, wie gesagt, dann ordentlich hier angepasst, hinten ist es zusammengeknetscht, dass wir es hier ordentlich oben reinkriegen. Und hier vorne haben wir es ein bisschen aufgeweitet und dann passt das ordentlich rein und dann haben wir ordentlich Spalt zum Schweißen, dass es schön reingeht. So, dann haben wir hier unten noch die Knotenbleche, die wir hier quasi einsetzen, die wir hineinschweißen, Quatsch, so rum, ja, als zusätzliche Verstärkung, weil das hier die Stelle ist, die immer reißt. Ja, das sieht man dann meistens schön von unten auch und dann setzen wir die Bleche schön hier ein. Dann haben wir das Ganze verstärkt. Zur absoluten Notfallsituation haben wir die Bleche auch noch hinten eingeschweißt als Knotenblech. Das ist natürlich auch machbar. Ja, und darum soll es heute gehen. Deswegen schweißen wir die jetzt mal ein. Haben wir heute hier einen Anschauungsrahmen, die drei Teile. Und ja, ich gebe euch noch ein paar Parameter zum Einschweißen, Einstellung vom Schweißgerät. Und dann ja, geht es einfach los, würde ich sagen. Das Ganze machen wir natürlich auch mit dem Obergott. Da habe ich leider heute kein Anschauungsmodell. Ich habe nur hier unten quasi Nagel 9, den habe ich noch liegen gehabt, aber für den Kunden heute müssen wir das nicht einschweißen. Das sind quasi dann die Rahmenverstärkungen für den Obergott, die hier eingesetzt werden. Ja, das sind die drei Teile und ja, kann ich euch heute leider nicht zeigen im Video, wie man es einschweißt, aber das ist letztendlich nicht viel anders als bei dem Hauptrahmen auch. Wir reden hier auch ganz normal von Stahlrohr. Ihr müsst quasi den Obergott von der Farbe befreien an der Stelle, setzt das ein, haltet es mit der einen Hand und heftet es einfach ein und dann zum Schluss wird es durchgeschweißt. Und was wir immer noch gerne machen, das würde ich euch nochmal zeigen, ist oft so, habe ich jetzt Kunden gehabt, die gerne größere Dämpfer einbauen wollen und dann haben wir diese kleinen Felder hier noch komplett zugeschweißt, dass wir hier erstmal nochmal ein bisschen mehr Verstärkung und mehr Halt reinbringen und die meisten brauchen dann schon einen M10er Schraube. Und da ist es ja nur M8, also müssen wir ein bisschen mehr Material aufbringen, dass man dann das große Loch bohren kann, wenn jemand größere Dämpfer einbaut. Das nochmal so als kleiner Hinweis, dann ruhig zuschweißen, dann bringt er da auch nochmal um einiges mehr Halt rein. Angezogen bin ich, Handschuhe. Wichtig ist, macht immer die Masse so nah wie möglich an das Teil, wo ihr schweißt. Wir haben es jetzt hier unten dran gemacht, an den extra Halter, den wir für den Rahmen haben. Hier oben wollen wir schweißen, das reicht aber. Ihr könnt es natürlich auch noch einen Ticken näher machen, ist auch nicht verkehrt. So, Schweißgeräteeinstellung. Bei meinem Jeckle-Schweißgerät, ich habe ja das Dualmig 250, bin ich jetzt auf der Stufe 6 und bin aber mit dem Drahtvorschub einiges ins Minus gegangen, bis minus 2, weil wir nicht ganz so, wir wollen ja nicht hier so eine riesen Naht aufbauen, wir wollen relativ eine kleine, schmale, schöne Naht ziehen, einen ordentlichen Einbrand haben, dass das hält, aber man muss es dabei ja nicht so übertreiben bei so einem Einschweißblech. So, jetzt ist es einzige, wir vermitteln es etwas, dass wir rechts und links denselben Spalt haben. Ne? Und dann heften wir jetzt erstmal diagonal und genau das machen wir jetzt. Jetzt haben wir es eingeheftet, da sind wir hier oben quasi schon fertig. Nachher können wir uns das natürlich so hinlegen, wie wir es brauchen, damit wir es einfach ordentlich zum Schweißen haben. Ja, dass wir uns jetzt hier nicht quälen müssen, sondern wir legen es uns dann so hin, wie wir es brauchen. Wir wollen uns das einfach wie möglich machen. So, dann nehmen wir das Einschweißblech quasi. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich es mache, dass ihr es schön seht. Also wir stellen das immer so, dass wir hier vorne eine Linie haben, damit es halt ordentlich aussieht. Dann setzen wir das hinten an den Rahmen. Ich würde es jetzt quasi hinten als erstes am Rahmen heften, weil dann haben wir die Möglichkeit, das hier noch so ein bisschen einzustellen. Oder beziehungsweise auszurichten. Einzustellen trifft es jetzt nicht ganz. So. So, jetzt natürlich quasi noch die andere Seite, die wir reinschweißen. So, ich nehme immer ein bisschen so die vorhandene Schweißnaht als Anhaltspunkt. Da setze ich das dann so ein bisschen dran.
drücke hier mit dem Finger, das geht immer top, weil es steht ja schön auf. Und dann heften wir quasi von oben wieder. So, da haben wir es schon fest. Das Ganze müssen wir natürlich... Oh ne, gut, jetzt habe ich natürlich... Aber das ist schön, filmen wir von oben, jetzt habe ich es richtig versaut. Der Abstand stimmt natürlich überhaupt nicht, das war richtiger Käse. Aber dafür haben wir ja noch ein Hefterchen gemacht. Wir müssen um einiges noch weiter vor. Da brauche ich jetzt aber erst einen Windelschleifer und muss den Hefter wieder etwas wegschleifen. Jetzt haben wir natürlich das bisschen hier wieder weggemacht. Wir wollen es natürlich optimal machen, aber das seht ihr auch, auch bei uns passiert mal Mist, das ist halt so. So ausgerichtet. Jetzt guck mal. So, jetzt haben wir eine Linie hier, jetzt passt das. So, jetzt können wir wieder heften. Jetzt gucken wir von oben ein bisschen drüber. Das Ganze ein bisschen noch rangeschoben. So, gucken wir am besten mal von vorne. Ja. Was natürlich auch immer euch im Klaren sein muss, bei der Simson ist nichts diagonal, beim Rahmen nicht, es ist alles ein bisschen versetzt. Das läuft nicht ganz mittig vom Oberrohr. Also da dürft ihr euch nicht ganz so verrückt machen, das ist einfach so. Wir sehen das jeden Tag, wenn wir hier unsere Unterzugstreben anpassen, am besten noch, dass der Kunde uns sein Moped mitgibt. Das ist immer der Idealfall. Wir haben es aber auch oft so, dass die Kunden sagen, Mensch, das ist nicht ganz gerade. Ich sage, das ist leider nicht anders machbar, weil wir haben das ausprobiert. Alleine hier, beste Beispiel ist hier oben, wo wir die Teile zurechtgeschnitten haben. Wir hatten einen Nagel 9 Rahmen da für einen Kunden. Wir hatten den, den wir für uns immer hier nehmen da zum Anpassen. Und dann hatten wir noch von einem Kunden einen Rahmen da. Und da haben wir dieses Maß hier genommen. Und das Maß haben wir Gott sei Dank mal getestet. Es war bei allen drei Rahmen unterschiedlich. So, und da mussten wir uns natürlich die Mitte aussuchen davon, dass es dann beim kürzesten genauso wie beim längsten halt reinpasst. Also komischerweise, wir haben da ganz viele Unterschiede festgestellt, ist einfach so, müssen wir leider mitleben. So, aber wer Moped fährt und Simson, der weiß, dass man ein bisschen was improvisieren muss. Ich denke, das hat man mit Simson gelernt. Jetzt würde ich sagen, legen wir uns das Ganze, nein, ich muss noch einen Hefter machen, den mache ich gleich. Danach legen wir uns das so, dass wir eine schöne Schweißnaht ziehen können. Immer euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das euch so perfekt vorzubereiten, wie es nur möglich ist. Okay? Da wird die Schweißnaht schöner, ihr müsst euch nicht verkrampfen, wir sind jetzt hier nicht auf... wie soll ich sagen, extrem schweißen, dass wir jetzt irgendwo in einem Graben liegen, sondern wir haben die Möglichkeit, uns das schön auf den Tisch zu legen und genau das machen wir auch. Ich habe mir das jetzt so ausgerichtet, für die Einschweißfläche hier unten lasse ich den Rahmen in meiner Vorrichtung, weil das schöner geht, so kann ich mich hier schön hinstellen und kann quasi die Naht schön hier durchziehen, die eine schweißen wir fallend und genau das machen wir jetzt und legen los. Erst habe ich die andere Seite geschweißt, da habe ich festgestellt, wir gehen dort noch ein bisschen ins Plus mit dem Drahtvorschub. Also ich habe quasi ein bisschen mehr Material zugefügt. Sieht dann einfach ein bisschen schicker aus. Das ist so ein Erfahrungswert, das müsst ihr dann für euch so ein bisschen rauskriegen, dass die Naht nicht zu eingefallen ist, dass es schön gleichmäßig aussieht. So, die haben wir hier quasi lang gezogen. Die schweiße ich fallend. Die mache ich deswegen, weil es einfach schicker aussieht und hat bei so einem 3 mm Blech hält das genauso super gut. Und ihr seht, wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, ist eine schicke Naht geworden, schön flach. Sieht top aus. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, müssen das Ganze verputzen und müssen die Spritzer ein bisschen wegmachen. Ist aber kein Problem. Empfehle ich auch immer noch so ein kleiner Tipp, Trennschmiermittel. Das nehme ich auch beim MIG-Schweißen ganz oft und sprühe dann einfach die Stellen drumherum ein bisschen ein. Ist nicht nur gut für die Düse, dass die sauber bleibt oder einfach zu reinigen ist. Kann man genauso auch für die Materialien nehmen, die man schweißt. Also geht tipptopp. So, jetzt gehen wir hoch und schweißen quasi oben das Blech noch ein. Bevor wir das Ganze jetzt einspeisen, der kleine Aufruf an euch, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Haut den einfach mal raus und jetzt legt mal den Rahmen auf den Schweißtisch. Wir haben uns wie gesagt hingelegt, die Masse ist wieder direkt am Rahmen, das ist ganz wichtig. Und jetzt ist es ja immer wichtig, ihr habt hier das Blech und hier haben wir den Rahmen. Die Kante schmilzt sich natürlich schneller weg als das Rundrohr vom Rahmen. Deswegen immer so schweißen, dass ihr auf das dickere oder stärkere Material quasi drauf schweißt. Ja. So, und in dem Fall ist es immer schön, sucht euch immer eine Möglichkeit, beim MRG ist es halt cool, ihr könnt die zweite Hand zum Führen nehmen, ich fange dann hier an und schweiße hier rüber und dann kann man ruhig sich hier so abstützen und kann. Was auch immer wichtig ist, finde ich, beim Draht, seht ihr ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht, habt da immer vorne dann diesen hässlichen Büpfel, da ist immer wichtig, ihr braucht eine Kneifzange, macht das runter
und somit zündet es auch um Welten besser, ja, beim Speisen. So, jetzt fangen wir quasi gleich an. Wir gehen jetzt hier vorne, wie ich es gesagt habe, und versuchen es am bestmöglich mit einem Zug durchzuziehen. Das ist immer der Idealfall. Mal gucken, ob es klappt. So, das hat natürlich sehr gut geklappt, muss ich sagen. Wir haben eine schöne, flache Speisnaht bekommen. Ist alles super miteinander verbunden. Können wir so lassen. Spritzer müssen wir dann noch wegmachen. Jetzt nochmal eine Frage an euch. Wer hat sich schon alles den 3M Mundschutz gekauft? Habe ja mal ein Video dazu gemacht. Werde ich hier oben rechts mal in der Infokarte auch verlinken. Und guckt es euch mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall empfehlenswertes Teil. So, jetzt, das passiert natürlich auch mal. Der Spalt war hier zu groß. Ihr habt es vielleicht gehört, die sich auskennen. Ich habe aber einfach weitergeschweißt. Das dürft ihr euch nicht verunsichern lassen. Zieht einfach eure Naht durch. Der Rest hat gut funktioniert. Und hier heften wir jetzt nochmal und gehen erstmal, gehen an diese Stelle, gehen wir ran und heften. Punkt, Punkt, Punkt. Und sehen zu, dass wir es bis hier rüber aufschmelzen. So, wir knipsen es wieder ab. Ich habe es vorhin gesagt. Geht schöner und zündet besser. Ein Hefter. Weiter. Und nochmal einen dritten zur Not. Und da seht ihr, wir haben ja die Temperatur verlassen vom Schweißgerät, schön warm, und dann wird das, baut es auch nicht so auf und sieht einwandfrei aus. Deswegen nicht durchschweißen, da wäre es wieder eingefallen. Einfach zwei, drei Heften. Die Seiten haben wir verschweißt, jetzt geht es nur noch um die oberen Stellen. Hier haben wir, wenn ihr ein bisschen näher rankommt, seht ihr, hier haben wir ein bisschen einen größeren Spalt. Ich sag mal 5 mm vielleicht. Ja, das hat er gut geschätzt. Ich habe jetzt die Schweißgeräte-Einstellung etwas so runtergefahren. Wir gucken mal, zur Not muss man ein bisschen pendeln. Wir probieren es einfach mal. Ich will halt, das ist immer so mein Anspruch, die Schweißnaht nicht so einen riesen, überworfene, kalte Schweißnaht reinlegen. Ich will immer eine schöne, flache. Am besten bei MAG oder MIG. Deswegen testen wir das jetzt und gucken mal. Ja, gut. Jetzt. So, also wir müssen es doch mit hoher Schweißamperezahl heften, weil Schweißen durchfällt. Immer so ein bisschen runterkühlen lassen. Und dann wieder heften. So, das hat gut funktioniert. Jetzt machen wir es gleich oben noch mit. Das Ganze natürlich so ein bisschen geheftet. Ihr habt es gesehen. Ihr müsst dann immer, wenn das sieht ja meistens wie ein Halbmond aus, immer vorne drauf auf die Schweißnaht. Ja, nicht rechts und links an den Rand, immer da, wo das meiste Material ist. Und dann könnt ihr mal sehen, da haben wir wahrscheinlich eine ganz coole Wicknaht hingemacht. Schaut mal drauf. Sieht man es ganz gut. Ich mache jetzt mal den Dreck runter. So ein bisschen eine kleine Schuppung gemacht, das Ganze. Gut, hier vorne ist es nicht ganz so super. Da sieht man quasi, da kann man mal schön erklären, hier ist einfach noch viel zu wenig Temperatur. Und hier ist es perfekt. Da ist es schön eingebrannt. Und wir haben eine schöne, schmale, eine flache Naht. Und dann ist alles gut. Da sind wir quasi mit der ganzen Sache schon fertig. Wir haben euch gezeigt, wie wir das Ganze einschweißen. Ist relativ unkompliziert. Ich sage mal, wer das Einschweißblech von euch gerne haben möchte oder schon bestellt hat, ihr könnt alle schweißen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr eine Frage habt, ist das natürlich auch kein Problem. Wir haben euch mal gezeigt, wie das so mit den Spältern ist, wenn es ein bisschen größer ist. Weil es geht natürlich auch mal ein bisschen um Optik, finde ich. Gell? Jeder Schweißer, denke ich mal, hat den Anspruch an sich, dass die Schweißer gut aussieht und natürlich auch hält, klar. So, da haben wir unten das eingeschweißt, wir haben oben das eingeschweißt. Beim Obergott konnten wir es euch leider nicht zeigen heute. Der aber mich auf Instagram verfolgt, der sieht es auch da immer mal. Da zeigt man die ganzen Sachen. Ich hatte aber leider heute keinen da, beziehungsweise war das ein neuer, da musste es nicht rein. Was das Ganze jetzt natürlich noch abrundet, sind unsere Unterzugstreben. Das bieten wir ja auch dann in dem Set an quasi, ja, die dann quasi hier noch mit rankommen. Das ist natürlich jetzt wieder der Schuppeleffekt, dass es nicht rein will, schön, wie ich es will. Ja, die kommen dann noch hier unten dran und dann habt ihr natürlich das Rundum-Paket und dann passt das natürlich erstmal. Von der Optik sieht es sehr cool aus, finde ich. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Unterzugstreben findet, ob euch die auch gefallen. Bauen wir mittlerweile aus Edelstahl, weil einfach die Nachfrage dafür da war. Ansonsten halt ganz normal aus Stahl. Einmal mit Mittelstreben und einmal ohne, kein Thema. So, zum Schluss, das Ganze ist, wird bei uns natürlich auch noch mit der Pulverbeschichtung oder Lackierung angeboten. Meistens macht natürlich beim Rahmen immer Pulverbeschichten Sinn. Das Ganze auch auf Wunschfarbe, könnt ihr euch auch gerne auswählen, wenn ihr sowas haben möchtet, müsst ihr uns einfach nur Bescheid sagen, gar kein Thema. So, ja, und das war's heute quasi mit dem Video. Wie gesagt, es ging um Simson-Rahmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich über euer Abo freuen, das wäre echt cool. Müsst ihr da unten machen und euer Feedback ist mir natürlich auch immer sehr wichtig.
Und dann sage ich, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Video. Ciao.